Quittungsspieß. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Huhu. Huhu. Dieses Geräusch. Huhu. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Lumpys Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Auf jeden Fall. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Ich hab nur einen Presslufthammer. Ah, Katzenfutter. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze! Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Ich warte. Ich warte. Komm. Hier. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpy kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpys Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Ja. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hier bleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Und? Kommst du voran? Garrett? Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Orang-Utan? Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Stickkissen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Lillys Stickereien waren zu nichts Nutze. Das hatte die Oberin mehr als einmal betont. So motiviert man ein Kind. Moment. Wen haben wir denn da? Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Was? Ching! Ching! Geht's euch gut?
Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ching! Ching! Ching? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Wow. Hanade? Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi Niyoki Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält Kriegerin die sich überhaupt? Kriegerin des Lichts? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Wieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi Glitzerschein. Mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri. Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Nur so. Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyurushi Glitzerschein. Oh mein Gott, schnell weg hier. Tschüss. Ist das das gleiche, wenn ich mit der rede? Shibuya, ja. Ich rede auch nur mit der. Aha, gehen wir. Oh. Aha, da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Wen haben wir denn da? Gruse, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Mann... traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberin unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Was? Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Anschluss. Okay. Also haben wir ein Problem. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Nachforschung? Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Was hat's mit den Bodenplatten denn auf sich, Frank? Warte. Nein, nichts. Ich dachte... ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer.
oder ein versteckter Billardsalon. Für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Eignete Werkzeug? Ich glaube, ich hab da was. Wo ist Gerrit? Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Was? Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Ah ja, wir wissen also, wo Gerrit ist. Ich gebe ihm nur nicht das passende Werkzeug, weil... Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Ja. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug, oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Nein, dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelritter-Symbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlaffittchen, falls es sich um eine mit Schlaffittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ja, voll. Kreuz. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Das Kreuz sah... Lilly... So... Beichtstuhl. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Okay, da kann ich nichts machen. Ja, komm hier, warte. Da. Bitteschön. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlaffittchen. Naja, ich fange erst mal an. Oh. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Deine Arbeit? Was machst hey, du denn da? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Das Kreuz sieht nicht gut aus. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Okay. Wo ist er denn jetzt hin? Dann gehen wir mit einer. Oh, Frau Oberin. Oberin Ignaz. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Hallo? Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder
ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Ja. Aber erstmal Doris. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Es kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Hunger. Bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ja, schön. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja. Da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Kein Rezept. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Ofen läuft noch nicht. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Ein Messer. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen also, kann. Ofen, Messer und Rezept brauchen wir. Doris. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Steck dir eine Banane in. Lilly hatte sich bereits mehr an der Obstbar bedient als ihr Zustand. Lilly nahm sich vor, sich später selbst dafür zu bestrafen. Oh. Apfel? Banane? Ich kann doch auch hier. Warte mal, was ist das? Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Wow. Wow, das letzte Abendmahl.